So, da sind wir wieder und weiter geht es. Was haben wir vor? Ich würde sagen, Stroh einsammeln, damit die Kühe was zu fressen haben. Obwohl, die fressen ja eigentlich das Stroh. Das Stroh ist ja als Einlage gedacht für ihr Gedönsrad. Für ihre Kacke. Ach komm, nehmen wir die äußere Kurve fertig ist. Viel einfacher, wenn man so fährt. So, dann darf Helferlein gleich das Feld wieder umflügen. Dann holen wir die Sämaschinen nach hier oben. Und dann darf Helferlein endlich das hier sehen, was hier eigentlich hingesät werden sollte. Und zwar Wiese. Denn ich wollte ja die Wiese hier oben haben, um für Futter für die Kühe zu sorgen. Das war doch eigentlich der Grundgedanke dieses ganzen Feldes hier oben. Zumindest meiner. Hui, hui, ich bin besoffen. Also nein, bin ich nicht, aber... Och, noch gerade so geschafft, alles aufzusammeln hier. Brumm. Wieder ausschalten. So, hier mal den Stroh. Oh, was hat bei euch gemacht? Das Stroh hier abgeladen. Einfach so rückwärts. Geht das? Cool. Immer rinnen damit. Die Maximalmenge ist erreicht für 6 Tiere. Das ist doch kein Futter, das ist Kacke. Blödes Ding. Gras. Steht irgendwo Stroh oben rüber. Wahrscheinlich genau da, wo der Hänger vorsteht. Heu, Silage, Stroh. Hier ist, glaube ich, die Abladestelle dafür, ne? Das Stroh konnte man, glaube ich, hier direkt abladen. Genau. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob der Map-Ersteller hier die Map schon in eine, weiß ich nicht, 10. Version mittlerweile gebracht hat. Kann ich gar nicht sagen. Also, jetzt springen wir ganz schnell genau in den hier rein. Schalten schon mal den Transformer ein. Helferlein. Nein. Ja. So. Mit dem jetzt nach unten. Mit dem nächsten hochkommen. Dann den Abladewagen holen. Mit dem hier. Ah, mal gucken. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich wollte noch ein großes Maisfeld haben und so. Ah, Mais. Mais, Mais, Mais. Ja, mal gucken. Ist ja nicht weiter hin. Können wir uns ja, weiß ich nicht, Feld A oder so holen. A, sag ich schon. Das ist eins der großen hinten beim Güterbahnhof. Können wir denn gemütlich die Mais anpflanzen. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, weil auf die großen Felder, Zuckerrüben etc. lohnt sich überhaupt nicht mit diesen kleinen Maschinen. Auch wenn das der Max von oder wie auch immer die Riesendinger da heißen noch wirklich Monstermaschinen von der Größenordnung her sind. Aber von der Erntebreite her sind sie ein Witz. Also ich weiß, hier Rübenkampagne ist ja bald auch wieder hier bei uns. Dann hast du davon auf so einem Riesenfeld mindestens zwei von den Maschinen rumfahren, damit die das alles abgeerntet kriegen. Weil das einfach riesige Mengen sind auf kurzer Zeit, wobei meistens werden die Zuckerrüben noch am Feldrand abgelagert, damit sie noch kurz ein bisschen Zucker bilden können.
Aber die Erntebreite, die die Maschinen haben, ist echt ein Witz. Und zwar ein schlechter. So, Knirpsus sollte ja säen. Nee, das ist Knirpsus Dünger. Wo ist denn Knirpsus Seus? Knirpsus Seus? Ach Gott, ach nee. Was ist mit dir los? Du warst doch Knirpsus Seus. Warum hast du nicht gesehen? Stimmt, der hat nicht gesehen, weil Knirpsus Seus nicht sehen kann. Wenn er hier. Ach, da habe ich wohl wieder geschlafen. Meine Fresse. Da muss ja erstmal gekuppert werden. Ich konnte das Ding doch gar nicht. Hier wird Mist. Ups. Achsbruch. Na toll. Puh. Merkel, niemals um 11:45 nachts Videos aufnehmen. Führt zu Unfällen. Oder einfach kein Träger fahren, wie es seid. Ich bin ja denn eher für Trägerfahren-Theorie. Also, merken, kein Träger fahren. Gut, dann steigen wir nach der Aufnahme lieber ins Flugzeug. Und fliegen noch eine Runde mit Kriegsgerät durch die Gegend. Oh ja. Was gut ist, wie gesagt, ich will jetzt auch wirklich darum kümmern, alle Folgen oder alle offenen, für mich offenen Projekte zu einem Abschluss zu bringen. Dann habe ich die aus der Füße, ihr habt wieder was zu gucken und ein bisschen mehr Content vor allem, als nur ein Video Minecraft am Tag. Was egal ist, ob euch, okay, weiß ich, also mir ist es egal, ich sende es einfach. Gucken müsst ihr es. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin nur dafür da, euch das Zeug ins Internet zu stellen. Gucken müsst ihr das selber. Das kann ich für euch nicht machen. Aber ich freue mich schon gar richtig auf Freitag. Freitag ist jetzt. Weiß ich nicht. Freitag war früher ein Tag, wo ich mich gefreut habe. Juhu. Also in der Ausbildung, in der Schule. Juhu. Morgen ist Wochenende. Brauche ich Schule oder Arbeit gehen. Das ging denn vorbei, seit ich im Einzelhandel gearbeitet habe. Weil da war Freitag meistens Juhu. Deinen freien Tag hattest du schon, also heißt es morgen wieder arbeiten. Also nicht so schön. Moment, der sollte da weg. Der da sollte den jetzt ziehen. Und ich brauche langsam wieder einen Freitag, wo ich mich freuen kann. Was will denn? Achso, stimmt, du warst der Wiesendünger. Dingsbums hieß. Nein. Alle Spritfresser hier, die stehen hier alle rum und verbrennen den Sprit. Jetzt brauche ich ja mal einen Freitag, wo ich sagen kann, jo, ich freue mich auf den Freitag. Und das ist mein Livestream-Freitag. Lief ja schon vier oder dreimal inzwischen. Okay, für euch inzwischen viermal, für mich immer noch dreimal. Sehr gut, auch wenn es leichte technische Probleme gerade am Geburtstagsstream gab. Was mir immer noch tierisch wehtut. Also einerseits natürlich leid tut, andererseits natürlich tierisch weh tut, weil ich euch da nicht das zeigen und bringen konnte, was ich eigentlich zeigen und bringen wollte. Es waren ja 6 Stunden geplant. Also bis so wie immer. Ah, falsch das nicht. Wir machen ja sonst immer die Livestreams bis knapp Mitternacht. Oder ja, Mitternacht, 12:30. Und was haben wir geschafft? Ich glaube 22 Uhr haben wir geschafft. Dazwischen sind, glaube ich, 4-mal ist die Aufnahme abgebrochen oder der Stream abgebrochen. Inzwischen habe ich auch schon die Fehlerquelle gefunden. Es ist nämlich anscheinend mein Router, der den Geist aufgibt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das noch im Laufe der Woche postet, wie ihr das schon längst wisst. Aber jetzt wisst ihr es noch nicht, also für mich jedenfalls. Mein Router ist inzwischen 6 Jahre alt. 5 Jahre, 6 Jahre, wie lange wohne ich hier? Also so alt, wie ich lange hier schon wohne. Und wird gar nicht mehr hergestellt und supportet und bla und blub. Das hat mir natürlich beim Provider angeboten. Jetzt können sie sich neuen holen von uns.
kostet sie nur 110 Euro plus 10 Euro Porto. Worauf für meine Frage natürlich ist, was soll ich damit, wenn ich ab nächstes Jahr eh nicht mehr bei denen bin? Weil dann muss ich den Router sowieso komplett neu konfigurieren für den neuen Provider. Abgesehen davon, dass mein neuer Provider Unity Media sein wird und ich dann übers TV-Kabel Internet bekomme und dann nützt mir ein Router, der über das Telefonkabel sein Videosignal, sein Internetsignal bekommt und verarbeitet und so weiter, mal ja nischt. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe zu Unity Media und frage, was für einen Router sie haben, der über beides läuft, dass ich mir den schon mal kaufe, weil kaufen muss man den sowieso. Also ich mir den schon mal kaufe und den hier schon mal hinsetze, ja vorher, dass ich den später bloß noch einklinken muss, dass die Unity Media Netz und fertig ist. Oder ich schaue auf ISIS, hat die Tante an der Hotline gemeint, mal vorbei und kaufe mir dort einen gebrauchten O2-Router. Jetzt ist natürlich das Problem, dass ich dann auch einen gebrauchten O2-ISDN-Router brauche mit 4 Telefonnummern. Weil das habe ich aktuell auch und das brauche ich auch aktuell. Das ist das Problem. Und naja, muss mal gucken, weil das kostet auch wieder Geld. Aber es ist halt ein gebrauchtes Gerät. Da brauche ich bloß einmal, nee, so nicht. So. Den bräuchte ich dann theoretisch nur, einmal anklemmen, resetten, Reset-Testchen drücken, dann wird die automatisch gelöscht. Und der zieht sich den Daten, kompletten Datensatz für mich persönlich, für meinen Anschluss hier, sicher dann vom O2-Server runter, weil er schon die O2-Connect-Daten hat. Und ich muss mir keinen neuen Server kaufen, durch die ganzen Connect-Daten noch eingehen muss. Ach gut, warte, gut. Deswegen ist immer das Problem, was mache ich, wie gucke ich und bla 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 bla. Also muss ich jetzt gucken, ob ich das die Woche auch noch gelöst kriege. Weil ich habe keine Lust, wenn ich ehrlich bin, dass mir, kurz gestreckt, dass mir nächste Woche, noch Sonntag, also dass mir am nächsten Freitag wieder der Livestream mehrfach zusammenbricht, weil der Router kacke ist. Denn das will ich nicht. Ich fange zwar erst wieder um 21 Uhr an, der vielleicht bis 12, wie immer. Aber ich habe ja noch ein paar Gewinne zu verlosen schließlich, die ich noch alle unterbringen muss. Ich hoffe, der Nachtigalle hat sich bis heute gemeldet. Also für euch bis heute. Weil das war ja einer der Gewinner vom Freitag, vom letzten. Ich springe in der Zeit vor, im Moment her. Egal. Und da musste er mir ja noch seine Daten zuschicken. Für den. Für die. Fürs Paket. Ich muss mir ja schon noch ein Päckchen zuschicken. Die Juma muss ich noch anschreiben. Das andere Paket ist inzwischen schon weg, wahrscheinlich. Muss ich gucken, wie ich das hingekriegt habe. Kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe natürlich schon, dass das weg ist. Ach, der kleine Zucker. Zack. Fällt gedüngt. Damit kann der auch schon wieder weg. Dann haben wir das nie auch schon geschafft. Irgendwo glitzert wahrscheinlich nur Hufeisen rum. Oh, da frage ich mich ja, ob das bei den Ami, auf der Ami-Map auch gehen wird. Hufeisen sammeln. Haben wir zwar hier nie gemacht, aber trotzdem. Bin sowieso mal gespannt auf diese Ami-Map, was da alles drauf ist. Also es wird ein Truck gehen, es wird ein paar kleine Fahrzeuge komischerweise gehen. Auch von Grimme, glaube ich, waren dabei und von Case waren dabei. Was Case? Hier war auch der Shop, ne? Ja. Traktoren, war das Case? Case, ja. Davon sind noch ein paar Mähdrescher zum Beispiel dabei. Dann muss ich mal schauen. Problem. Also was mich nur ein bisschen stört, kostet halt 15 Euro für eine Map. Also das, was ich bisher gelesen habe, war eine Map und 6 Fahrzeuge.
8 Fahrzeuge. Und das für 14 Euro. Das ist halt immer so, muss man sich halt überlegen. Ne? Muss man gucken. Oder besser gesagt, muss ich gucken, wie ich das jetzt denn so, ne? Ob es mir das wert ist. Der ist schon wieder voll. Die Sacksau. 40% passen. Ja, okay, pass rein. Okay, mach rein. Das kriege ich aber hin. Wie willst du, dass noch keine Felder kaputt gehen? Aber wie willst du das sonst machen? So, dann mach die schon mal leer. Was? Mach leer. Na, was ist denn das? Ich voll oder leer? Ich sag mal eher leer. Na? Doch nicht. Schade. Sagen, fährt er nicht an. Gerade schon gewundert, warum fährt er nicht? Hat auch Platz wieder drin. Wäre ja schon doof, ne? Langsam um die Kurve. Immer schön ruhig mit den jungen Pferdchen. Sonst passieren noch Unglücke. Blom. Ja, machen. Immer schön rinnen sie so. Wir können eigentlich mal gucken, was sagt denn unser Lagerbestand. Weizen natürlich viel, Gerste oder Startbestand. Weizen, der 9 war das, glaube ich, ne? Ja. Also, der Biomarkt. 15 für Weizen. 15, 6. 11, 10, 11, 12, 11, 11, 13. 15 am Biomarkt. Können wir nachher mal machen. Der ist fertig. Der war voll. Der ist fertig. Das ist schön. Weil, würde ich sagen, stellen wir dich hier ab. Nee, falsch, das so. Und bewegen die Schütze dahinter, ne? Zack, zack. Nach dem Beginn war das Leben Ende, ist auch egal. Aber wir ändern das schon mal auf Wiese. Jetzt haben wir fast wieder denselben Fehler gemacht. Wie gut, dass der nur über gekrubberte oder gepflügte Felder rüber sät. Ich muss das hier richtig auffüllen, dann macht der Helfer für mich. So, dann. Zack, mit voller Fahrt. Naja, fast. So, machen wir jetzt also nach oben den Gruber abholen. Und dann hier den Mähdrescher wieder leer machen, weil der sieht schon wieder voll aus. Und wenn wir das gemacht haben, schauen wir mal, ob wir nicht... Hatten wir hier noch einen größeren Anhänger irgendwo rumstehen?
Und ich kaufe uns einfach mal einen schönen Verkaufsanhänger. Guck mal, versuchen wir für knapp 40.000 hinkriegen. Ob wir uns da nicht was Großes leisten können. Schön Anhänger. Und dann verkaufen wir den Schnickschnack mal. Würde ich mal eiskalt sagen. Wäre ja nicht so schlimm. Genau. Verkaufen, Geld machen, reich werden. Tanken, nein. So. Los, fahr schneller. Fahr schneller als 53. Na, da müssen wir nochmal rübersehen über diese Wiese. Die sieht ja komisch aus. So, aber bevor es weitergeht, war es das schon wieder für diese Folge. Ich hab schon wieder überzogen. Egal, scheiß drauf. Aber ich sehe das jetzt nicht mehr so eng in den letzten Folgen. So, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen wieder. Also bis denn, tschüss.